Was war denn? Maler, Schreiber, Schauspieler oder was denn? Und diese Frage habe ich auch vor ungefähr 2 Monaten von einer WDR-Redakteurin gehört, die in meiner Wohnung saß und gar nicht wusste, was sie anstellen sollen und noch keine einzige Frage hatte. Und darum haben wir auf ihr Archiv zurückgegriffen und einfach ein paar Zehner Filme gezeigt. Diese Situation habe ich gesellschaftlich erfahren. Wie Sie wissen, war ja das Ruhrgebiet, vor allen Dingen Essen, Kulturhauptstadt. Und dort war ich dann auch eingebracht, mit darüber nachzudenken, wie eine Kulturhauptstadt auszusehen hat. Und da habe ich festgestellt, dass marktorientierte Ideen gerne aufgenommen wurden, aber wenn man so eine Ausstellung wie diese vorgeschlagen hätte, hätte man zuerst die Frage gestellt, wie bekannt ist der Mann, wie viele Bücher verkauft er, und dann müssen wir mal sehen, wer da sich bereitstellt, anstatt das zu zeigen. Ich habe eine Broschüre rausgegeben mit einigen Freunden, in dem ich das mal problematisiert habe. Es gibt eben etwas, was richtig, der Spiezi hat es schon angesprochen, Kunst und die Betrachter, das Volk, muss eine Einheit werden. Kultur ist nicht einseitig zu verstehen. Kultur machen nicht die Maler oder die Schreiber, sondern wie steht die Arbeit eines Künstlers im Dialog in der Öffentlichkeit. Und das ist eine tief innerliche Frage und nicht leicht zu lösen. Darum entschuldigen Sie, dass ich mal 2 biografische Dinge nenne. Vater kommt aus einer Familie, sein Vater war Bankmensch, Bindung war eine wichtige Sache, aber er kannte Goethes Faust auswendig und zitiert auch gerne etwas. Meine Großmutter, eine liebe Frau, die wunderbar kochen konnte, die trug gerne klassische Gedichte vor. Sein älterer Bruder war ein hochbegabter Musiker und lebte in den Wolken von großen Genies, denen er nacheifern wollte. Und somit war in unserer Familie Leseabende, Musikabende eigentlich ein Stück Alltag. Und Vater als Bönsel stand dazwischen und staunte immer nur. Und da hat er angefangen, Rasierklingen in ihren kleinen Hüllen zu sammeln und hat immer geguckt, was machen eigentlich die anderen Leute, die nicht nur Bögel lesen. Und dann hat er eines Tages einen veröffentlichten Brief von Detlef Lilienkron gelesen und da hat er unter anderem lesen müssen, nun geht der Umzug los. Ich habe eine entsetzliche Angst. Alle vorhergesehenen Ausgaben, Marktgott, Stiefelknecht, Nägel, Rollostang, Tausendes. Die romantische Vorstellung meines Vaters von einem Dichter hat eine neue Qualität erreicht. Und immer, weil er kontaktfreundlich war, fand er auch außerhalb seiner Familiengesellschaftsstruktur noch Menschen, die auch viele Fragen an diese Gesellschaft hatte und kam Kontakt zu der Künstlergruppe Die Wupper, die auch sehr verflochten war mit Else Lasker Schüler. Er stellt dann plötzlich fest, dass der Alltag nichts Alltägliches hat. Er hatte viele Fragen, die seine Neugierde weckten. Dann lernte er meine Mutter, die Else Vollbruch, kennen, die auch Malerin war. Und der Kontakt zu der Malergruppe Wupper vertiefte sich. Und diese Malergruppe war der Bürgerschreck in Wuppertal. Die Eltern sahen das alle mit einer gewissen Gelassenheit, das muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Und für die Familie war es keine Überraschung, dass er sich auch dem dialektischen Materialismus annähert. Englisch, ja auch Wuppertaler.
Und Großvater hat gesagt, deine Theorie ist ja nur Neid. Junge, das musst du begreifen. Aber so streng sah man das nicht. Und Vater empfand die bürgerliche Welt als eng. Er wollte diesen kleinbürgerlichen Weg einfach nicht gehen. Diese Grundhaltung begleitete seine Biografie bis zu seinem Tod. Sie war ihm vollgepackt mit persönlichen, öffentlichen Auseinandersetzungen, mit gesellschaftlichen, kulturellen Inhalten. Er spielt sich ja schon teilweise auch eingegangen. Das konnte ich alles unterstreichen. Ich war damals 12 Jahre alt und interessierte mich für vieles und für nichts. Und dann lag eines Tages am 18.03.1948 ein langes Gedicht, handgeschrieben vom Vater, auf meinem Bett. Und ich habe es auch gelesen. Es war sehr lang, eben 17 Strophen, nicht? Ein Kind ja schon fast eine Vergewaltigung. Aber eine Strophe habe ich bis heute behalten. Die lese ich jetzt vor, weil ich sie nicht genau im Kopf habe. Unser Land hat keine Institutionen, von denen seine schwankenden Bürger bündige Entschlüsse fordern können, und weise Lehrer sind selten. Es war die Zeit, Deutschland war vom Faschismus befreit, aber er war nicht überwunden. Es war die Zeit der schweigenden Generation. Ich kannte viele Familien, die das Eiserne Kreuz in ihren Gärten vergraben haben, weil sie die Zeit vergessen wollen. Manchmal waren sie auch unschuldig in Situationen geraten, aber viele auch freiwillig. Jedenfalls die Vergangenheit, sich auseinanderzusetzen, war das Vergessen eigentlich der bequemere Weg. Und somit war es für viele Menschen sehr schwierig, die einen Neuanfang wagen wollten, wie mein Vater, der die Wittner Kammerspiele gegründet hatte, wo auch der Herr Striebeck zugehörte, vielleicht dem einen oder anderen. Wir haben ja auch hier einen Schauspieler, einen bekannten Schauspieler und Regisseur der damaligen Zeit, haben versucht, ein Theater im Ruhrgebiet zu gründen und schießen an Grenzen nicht, dass die Gewählten oder bestimmten Verantwortlichen der Politik ihre Kritik an das Programm, sondern man muss dann immer zu den alliierten Verwaltungen gehen und sagen, das will ich machen. Und dann wurde immer gefragt, ist das auch demokratisch? Und Büchner, naja, den hat man als demokratisch empfunden, aber der Inhalt von Leons und Lena wurde bei einer Entziehung vom Vater doch so gesehen, dass sie nicht ganz demokratisch ausgelegt worden sei. Und zwar, Vater hatte auf den Faschismus aufmerksam gemacht. Er hatte den Valerius mit Hitlergruß auftreten lassen und wo er seine vier Thesen über Geldverdienen darlegte. Und das sollte ein Hinweis sein auf die Situation der damaligen Zeit, 45, 48 bis in die 60er Jahre hinein, fehlten den Verwaltungen Fachleute. Und die Fachleute, die so ein bisschen so wissen, wie eine Verwaltung so laufen hat, waren auch ehemalige Nazis, die immer mehr in die Position in der Verwaltung hineinkamen. Und somit war die gesellschaftliche Situation sehr schwierig, neu anfangen zu starten. Und Vaters Position hatte hier auch eine Grundlage bekommen, die er bis zu seinem Lebensende beibehalten. Darum fand ich Ihren Beitrag richtig, weil ich habe jetzt nur mal versucht, wie Dinge aus einer Zeit herausgeboren wurden. Und Vater suchte auch immer Kontakt zu Menschen, die ihm scheinbar fremd waren, aber er wusste, dass die Dienstleistungen dieser Leute, die Gesellschaft am Leben ist, da waren Handwerk und Arbeiter, suchte er immer Kontakt. Und viele Sätze, Pulle, du hast ja sehr schön vorgelesen, das sind ja Sätze, die Vater alle gehört hat. Ich war viel mit ihm, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, unterwegs und wir haben viele schnurrige Gespräche gehört
und uns selbst daran beteiligt, aber hinterher war immer etwas im Kopf, was sich zu einer Geschichte formte. Aber nicht nur zu einer Geschichte, sondern auch zu Bildern. Und das, was gerade meine Schwester vorgelesen hat, da steht ein Satz, den habe ich mir auch mal aufgeschrieben, da sagte, dass jede Fliese würde ich küssen, wenn ich den Geschäftsteil meines Schwagers von ihm kaufen könnte. Dieser Satz ist auch ein Bild, ein Satz, der für sich steht. Und diese Sätze finden Sie in der Literatur meines Vaters immer wieder. Zum Beispiel für mich ein sehr einprägender Satz ist, in den Weihnachtstagen schwimmt der Halb davon, da laufen Seelen aus wie Lecke ein. Das ist ein Bild. Wenn man das liest, hat man ein Bild. Und die eigene Erfahrung, wenn man die Literatur ernst nimmt, kann man ins Spiel bringen, um sozusagen an einem Dialog teilzunehmen, der inhaltlich angesprochen ist. Und das finden wir auch in seinen Bildern wieder. Da ist ein inhaltlicher Gleichklang. Leider hängt hier dieses Bild nicht, aber es ist nicht die Schuld der Aussteller. Es gibt ein sehr schönes Heimkehr vom Kinderfest. Da ist ein Mond, eine mobile Hausfassade, Pflastersteine und da steht ein Kind mit einer Maske. Und der Mond steht am Himmel, sehr lyrisches Bild. Und, aber wenn man das Bild sieht, was denkt man? Man denkt, da sind Kinder in einer erwachsenen Welt zu einer Feier gegangen und traurig gehen sie nach Hause. Ähnliche Bilder finden wir auch wieder in Sternen von Landschaften. Ein Bild ist in Erinnerung. Ein Denkmalbild, das ist eine Schneelandschaft, wenig Gewächs zu sehen und ein gebogener Weg und am Rand steht ein Denkmal. Wir bescheuert darum, man weiß gar nicht warum. Aber genau dieses Bild haben Vater und ich auf der Haag in Wuppertal gemeinsam erlebt. Dort waren eben, wie gesagt, wurden irgendwelche Bismarck-Denkmäler hingestellt und die Tiergänger, wenn der Bauchwecker um nach ging, ging daran vorbei, nahm das gar nicht wahr. Und die das wahrnahmen, stellten ja nur fest, dass im Grunde der Widerspruch zwischen einer Darstellung mit der Wirklichkeit optisch darstellbar war. Wer Herrschaftssymbole betrachtet, der sagt, das ist aber ein gutes Gewand, so toll gemacht. Und der Kaiser war vielleicht ein Arsch. Also, aber in dieser Ambivalenz hat Vater seine Arbeiten bis zum Schluss gemacht. Er hatte einen unschuldigen Blick auf das Leben. Und trotzdem steht er in der Tradition der hohen Kultur. Ich muss sagen, in meiner Familie wird ja öfters über Kultur oder Politik gesprochen. Und da fallen immer so Zitate. Goethe wird viel zitiert. Handeln ist leicht, denken schwer, nach dem gedachten Handeln unbequem. Stimmt. Aber auch Karl Marx kommt ins Spiel. Klar, als Dialektiker ist wichtig. Die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selbst. Und da gehört natürlich Brecht zu. Sorgt doch, dass ihr die Welt verlassen nicht nur gut war, sondern verlasst eine gute Welt. Und heute zitieren wir sogar in der Familie meinen Vater, der ja nicht ganz gefährliches Mitglied der Familie war, genau wie ich auch. Und zwar, den Kindern lehren, die Welt nach der Einsicht ihres Herzens zu ordnen, die Einsicht, die später zum Gedanken. Also er hat auf seine Weise dazu beigetragen, aber nicht nur er, auch andere Familienmitglieder, dass sozusagen die humanitäre Linie auch in der bürgerlichen Welt existent ist, aber nicht praktiziert wird. Und er hat oft zu mir gesagt, vergesse nie deine Jugendträume. Und das hat Vater auch. Man muss einfach sehen, er hat einen unschuldigen Blick auf diese Welt gehabt. Und die Arbeiten zeigen sie.
Ich bin dann noch später zum Surrealismus gekommen und wir hatten da viele Streitgespräche, die wirklich hart waren. Und dann nahm man sich einen in den Arm und ging auseinander. Aber Vater hat immer den Kontakt, auch inhaltlich, besucht zu Menschen, die ihn hören, sehen wollten und die ihm wichtig waren, Leute, die Dienstleistungen bringen und nicht nur an Geld denken. In diesem Sinne ist seine Kunst zu verstehen. Und ich möchte noch anwenden, er ist nicht der Einzige, ich kenne viele, die in dieser Lage sind. Und ich wünsche, dass die Kulturpolitik nicht nur immer die Ideologie des Marktes mit unterstützt, sondern den Dialog führt, um eine Zukunft zu entwickeln, die menschlich ist. In dieser grausamen Zeit eine wichtige Sache. Ich danke.